herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde. Ja, heute gibt's das Champions League Achtelfinal-Hinspiel aus dem Estadio Metropolitano. Und es ist ein absolutes Topspiel, kann man sagen. Atletico Madrid empfängt den FC Chelsea. Ja, beide Teams haben natürlich große Erwartungen, große Ambitionen und hätten natürlich auch den Kader, um den Pokal in diesem Jahr zu gewinnen. Ja, da kommen auch schon beide rein und wir sehen ganz hinten beim FC Chelsea, haben wir ganz kurz gesehen, Timo Werner, natürlich einer der größten deutschen Hoffnungsträger beim FC Chelsea. Kai Havertz ist ja heute auch von Beginn an mit dabei beim FC Chelsea und ja, bin gespannt, wie das hier heute ausgewirkt. So, da sind wir, Jan Oblak und die anderen Leute von Atletico Madrid, und ihr könnt mir eure Tipps in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, wie geht es in Wirklichkeit aus, das Hinspiel, und wer kommt denn dann weiter? Eure Tipps in die Kommentare, und jetzt würde ich sagen, genug gequatscht, jetzt kann es losgehen. Joao Felix steht bereit und damit läuft das Champions League Achtelfinale zwischen Atletico Madrid und dem FC Chelsea. Und ja, beide Teams wollen natürlich ins Viertelfinale. Klar, beide hätten den Kader, beide haben ein Star-Ensemble, kann man so sagen. Und der erste Angriff geht direkt mal über Carrasco. Bei Atletico Madrid gut geblockt von Azpilicueta. Und er schnappt sie dann den freien Ball. Und das war ein bisschen riskant, aber Chelsea klärt gut. Und da ist Kovacic. Weiter geht's zu Kanté. Unten startet Havertz, gut gesehen. So, und jetzt, erster Angriff kommt von Chelsea. Havertz, da geht Kovacic. Kovacic im 16er, Kovacic. Immer noch am Ball und dann verliert er den Ball. Da wollte er es alleine machen. Hat sich vielleicht dann zu sehr den Kopf zerbrochen. Und hat Azpilicueta mit dem tollen Zweikampf und holt sogar den Einwurf raus. Also bis jetzt starkes Zweikampfverhalten von Azpilicueta. Und da ist Ziyech. Weiter geht's zu Kovacic. Kanté. Havertz wieder zu Kanté. Der ist hier wieder Kovacic. So, außen ist Ziyech. Gut gesehen. In der Mitte, die Chance wird da. Flanke ist nicht schlecht, aber Jan Oblak ist zur Stelle. Und fängt den Ball erstmal ab. Und da muss natürlich Chelsea jetzt aufpassen. Wir wissen, Atletico Madrid, die können gut kontern. Die haben da vorne schnelle Spieler drin. Und machen das jetzt auch. Da ist Saúl Ñíguez. Weiter geht's zu Llorente. Da ist Joao Felix. Luis Suárez kurz am Ball gewesen. Und dann die Chance. Oh, die ist knapp. Und der ist drin. Der ist drin. Der ist drin. Mondi kommt nicht mehr ran. Und die frühe Führung für Atletico Madrid durch Luis Suárez. Suárez bringt Atletico Madrid in Führung. Wahnsinn. Schönes Ding, da ist jetzt viel zu frei. Abseits von Latio Monti kommt einfach einen Schritt zu spät und die frühe Führung für die Hausherren. Luis Suárez, im Sommer gekommen vom FC Barcelona, und Frank Lampard, der Trainer beim FC Chelsea, regt sich natürlich darüber sehr auf. 17. Minute, die frühe Führung für die Spanier. Aber ja, das war's eben. Da haben sie schnell umgeschalten. Und dann sind sie auch eiskalt vor dem Tor, wenn man so einen Weltstar wie Luis Suárez da vorne drin hat. Und die machen direkt weiter. Die haben schnelles Passspiel. Das tut Chelsea gerade ziemlich weh. Und Silva mit dem Foulspiel gegen Joao Felix. So, Freistoß wird schnell ausgeführt. Doch, haben lang gezögert. Aber Atletico will das Tempo hochhalten. Aber gut hier von Zuma und jetzt Kovacic. So, und jetzt vielleicht mal die Chance für Chelsea hier was Zählbares auf die Reihe zu bringen. Schöner Ball zu Abraham. Abraham zu Werner. Timo Werner! Der bringt ihn nicht vorbei an Oblak. Der bringt ihn nicht vorbei an Jan Oblak. Dicke Chance für Chelsea zum Ausgleich. Und die muss er da machen. So, da ist Kovacic. Die Chance ist wieder da. Wieder Werner. Werner im Sessel. Werner, komm schon, Junge! Schießt hier Jan Oblak an. Der Kopfball kommt und er ist drin! Chelsea kämpft sich zurück ins Spiel und schießt den Ausgleich. Das war hart erkämpft, und Abraham. Abraham bringt Chelsea wieder zurück. Viel Kuddelmuddel, Werner macht das gut. Der schießt hier, der schießt da Jan Oblak an. Und dann der Koffer von Abraham. Oblak fast, der ist sogar noch dran, glaube ich. Der ist sogar noch dran. Aber bekommt den Ball nicht mehr raus aus dem Tor. Und Chelsea mit dem Ausgleich und mit dem wichtigen Auswärtstor hier in Madrid gegen Atletico. Da haben sie aber richtig gedrückt. So, Simeone angepisst. Und auf der anderen Seite Frank Lampard. Ja, der freut sich jetzt.
Tammy Abraham, 28. Minute, Ausgleich. Und hier ist was los im Estadio Metropolitano. Zwei Tore in der ersten halben Stunde. Und beide Teams schenken es hier wirklich gar nicht. Da ist kein taktisches Abwarten, kein Taktieren. Da geht es wirklich voll drauf. Und Atletico steht hinten auch nicht so defensiv, wie man es manchmal von ihnen schon gewohnt war in der Vergangenheit. Und Abraham fängt da wieder den nächsten Ball ab. So, da ist Timo Werner. Und ganz außen, schön gesehen, Ziyech. Der hatte jetzt mal Platz. Ist schon im 16er, Ziyech mit der Flanke, aber die wird abgefangen. Und zum Eckball geklärt. So, die Chelsea-Fans stehen auf. Ziyech bringt den Eckball rein. Kommt gut rein, Kopfball ist gut, Latte. Boah, hier ist was los. Hier ist was geboten. Nächste dicke Chance, wieder ist es Abraham. Den haben sie noch nicht so wirklich im Griff. Die Verteidiger von Atletico Madrid. So, und oh, fast der Fehlpass. Und wieder die Chance. Abraham, Abraham. Hoch, und dann ist die Abseitsfahne oben. Chelsea ist richtig gut drin im Spiel. Atletico Madrid defensiv, wenn der Pass ein bisschen früher kommt. Dann muss Abraham auch trotzdem noch vorbei in den Oblak, aber trotzdem. Dann wäre es zumindest kein Abseits gewesen. So, und es geht weiter. Wieder der Fehler bei Atletico Madrids Aufbauspiel und Timo Werner. Werner probiert es gegen Trippier. Ist das schon halb vorbei? Zieht er nochmal rein. Jetzt braucht er Anspielstation für eine Kanté. Da ist Kovacic. Jetzt wird es ein bisschen eng hinten drin. Atletico steht gut. Da ist Ziyech. Kanté. Aber wo sind die Mitspieler, die freien? Finde ich gerade nur keinen. So, da ist Azpilicueta. Abraham wäre in der Mitte. Ah, die Flanke war zu offensichtlich. Trotzdem Einwurf. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit und Chelsea macht hier nochmal Druck. Da ist Ziyech mit dem Ballverlust. So, und jetzt Achtung. Jetzt kann hier vielleicht Atletico nochmal kontern. Zum Ende der ersten Halbzeit ist Joao Felix und er startet durch und er hängt hier Silva ab. Das ist nochmal die Chance für Atletico Madrid. Da stehen nochmal alle auf. Die Chance, Joao Felix, was macht er jetzt draus? Zaubert hier und zaubert, bringt den Ball zu Carrasco. Ah, da hätte er mehr draus machen müssen, Joao Felix, und dann wird der Schiedsrichter jetzt wahrscheinlich abpfeifen und so ist es auch. So, das war's mit der ersten Halbzeit. Eine, wie ich finde, sehr ansehnliche erste Halbzeit. Atletico Madrid hat den Führungstreffer erzielt durch Luis Suarez und Tammy Abraham. Dann den Ausgleich für den FC Chelsea und muss ganz klar sagen, Chelsea war wohl das bessere Team in der ersten Halbzeit. Die hatten die größeren Torchancen und hätten hier auch gerne in Führung gehen können. Haben es nicht geschafft, dank einem überragenden Jan Oblak im Tor bei Atletico Madrid. So, das ist die Halbzeitbilanz. Chelsea, wir sind chancenmäßig überlegen. Die müssen jetzt nur die Tore machen. So, und jetzt geht es weiter mit der zweiten Halbzeit. Anstoß für den FC Chelsea. Und die zweiten 45 Minuten laufen hier zwischen Chelsea und Atletico Madrid. Und wenn Chelsea so weitermacht wie in der ersten Halbzeit überwiegend, dann müssen die hier noch den Führungstreffer erzielen können. So, da ist Chilwell. Weiter geht's zu Kanté. Kovacic. Außen hat Azpilicueta zusammen mit Ziyech. Guter Pass und Ziyech hat Platz. Und Ziyech hat Platz und kommt hier in den Lauf. Was macht er aus? Ziyech? Ah, schade, da wollte er den Pass noch spielen. Aber verliert in dem Moment den Ball. Und jetzt Atletico Madrid. Mal schauen, was die Ansprache von Simeone in der Halbzeitpause bewirkt hat. Wie gesagt, die hatten einen guten Start ins Spiel, sind mit 1 zu 0 Führung gegangen. Aber danach kam nicht mehr so viel. So, jetzt Lloriente auf dem Flügel. Ball behält er. Oh, verliert ihn aber dann halb schon. Harter Zweikampf hier mit Chilwell und Lloriente. Und dann Chilwell holt ihn sich. Schön gemacht. Und dann, ach, und dann der Fehlpass. Da gewinnt man so einen Ball und dann direkt der Fehlpass. So, Joao Felix. Atletico macht Druck. Fehlpass. Und Freistoß. Ganz, ganz ungünstige Position. Und da ist jetzt Trippier bereit. Der holt sich einen Kollegen dazu und es schießt Trippier und oh, stark von Mondi. Hat ihn und bringt ihn ins Spiel über Azpilicueta. So, und jetzt könnt ihr noch Chelsea mal schnell umschalten. Komm, Leute, lauft mit. Da startet Ziyech. Oh, schade, der Pass wird abgefangen. Und jetzt fehlt natürlich Azpilicueta hinten. Chance ist da für Atletico Madrid. Es ist ein offenes Hin und Her. Jetzt ist nur die Frage, wer macht das nächste Tor. So, nächste Chance erstmal verhindert. Kovacic und weiter geht's zu Azpilicueta. So, und Chelsea strömt schon wieder ab nach vorne. Ziyech startet, bekommt jetzt den Ball. Wieder mal ein schöner Pass. Und ganz oben, da ist Timo Werner. Busch, ist das ein Tor. Timo Werner.
bringt den FC Chelsea in Führung. Was für ein Zauberpass von Ziyech. Und Chelsea führt gegen Atletico Madrid. Was für ein Zauberpässchen. Ja, da kommt halt keiner ran. Da kommt keiner ran. Werner schneller als der Gegenspieler. Und dann gegen den Lauf vom Torhüter. Wunderschön rein ins Tor. Ein geiles Tor. Ein richtig geiles Tor mit einer Traumvorlage. Und Frank Lampard und seine Jungs vom FC Chelsea drehen in der 66. Minute damit das Spiel gegen Atletico Madrid. Wahnsinnsding hier. Atletico führt gegen den... Der FC Chelsea führt gegen Atletico Madrid mit 2:1. So, und Kovacic holt sie den nächsten Ball. Oh, da kommt fast Abraham ran. Gut, das Ding ist noch nicht durch. Wir wissen, in den letzten Minuten passieren immer wieder mal das eine oder andere Tor. Und wir wissen auch, Atletico Madrid, die haben immer noch die Weltstars-Freude mit Joao Felix, der hier schon wieder kommt. Oh, Pass geht in die Mitte und der kommt an. Oh, das war knapp. Uiuiui, was da Suarez genau gemacht hat, weiß ich nicht. Das schauen wir uns nochmal an. Wird da energisch vom Gegenspieler geblockt und deswegen bekommt er diesen Abschluss nicht aufs Tor. Da hat Chelsea richtig Glück gehabt. So, und jetzt Kanté. Und Chelsea auf dem Weg nach vorne über Kovacic. Und unten schon wieder Ziyech. Der hat auch ein bärenstarkes Spiel gemacht, auch wenn er noch nicht getroffen hat. Ziyech zu Abraham. Oh, schade, Flanke ein bisschen zu kurz. Und Chelsea macht natürlich weiter Druck, aber sie müssen aufpassen. Atletico, auch wenn die hier zurückliegen, die schlafen nie. So, da ist Carrasco. Wird nicht wirklich energisch angegriffen. Da ist Joao Felix und sofort wieder Gefahr für das Tor. Joao Felix im letzten Moment gestoppt von Azpilicueta, von Kovacic. So, und weiter geht's. Und vorne steht schon Abraham. Der macht sich wieder auf die Reise. Wird aber erstmal ein bisschen abbremsen. Weiter geht's zu Timo Werner. Werner raus auf die Flügel zu Chilwell. Chance ist da. Jetzt die Flanke. Jetzt muss sie kommen auf Abraham. Wo ist er? Da ist er nicht, aber da ist Ziyech. Der im Abseits steht. Der im Abseits steht. So, Diego Costa kommt für Carrasco. Also es wird nochmal richtig offensiv jetzt bei Atletico Madrid. Jetzt soll es Costa also machen. Aber Chelsea holt sie die Kugel. Wichtig und das bringt Zeit. Und weiter geht's. Da ist Abraham. Und da geht Kovacic zu. Kovacic. Ah, da verliert er den Ball. So, Joao Felix. Vielleicht jetzt schon einer der letzten Angriffe von Atletico, aber super pariert von Kanté. So, Einwurf ausgeführt, da ist Ziyech, da ist Azpilicueta. Und Ziyech bekommt den Ball, sehr wichtig. So, 88. Minute ist schon durch. Und Chelsea führt immer noch mit 1 und da kommt Havertz, Kai Havertz. Oh, verliert den Ball ungünstig. So, die letzte Chance läuft. Und es bekommt nochmal Atletico Madrid die Chance über Joao Felix. Und die kommen jetzt nochmal mit Tempo nach vorne. Eigentlich schon verlass abgelaufen die Nachspielzeit. Trotzdem, der Schiedsrichter lässt nochmal laufen. Aber das war's, das war's. Chelsea schlägt Atletico mit 2:1 und macht einen riesen Sprung Richtung Viertelfinale. Ein bärenstarkes Spiel von den Blues. Und die Atleticos, die können heute nicht punkten. Nehmen keinen Erfolg heute mit. Und Timo Werner mit dem glorreichen Glanztor heute. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, was es dann so gibt. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt am Ball. Ciao.